Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, auch mein YouTube-Kanal. Leute, heute gibt's eine neue schöne Folge Social Media News. Also es sind wieder Dinge passiert, die fasse ich langsam echt nicht mehr. Über eventuelle Fetische, über eventuelle Ausnutzungen. Ja, aber bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr erstmal ein Abo da lassen würdet, einen Daumen nach oben da lassen würdet, die Glocke aktiviert, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn ich ein neues YouTube-Video hochlade. Nette Kommentare schreibt, Kommentare zu dem Video, Videovorschläge und ein netten Kommentar für den Algorithmus, damit ich vorgeschlagen werde auf der Startseite und mehr Leute meine YouTube-Videos gucken und eventuell auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. So Leute, jetzt geht's rein ins Video. Ja Leute, einige von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Firat hat geheiratet und das Video kriegt ihr direkt mal eingeblendet. Leute, mir ist beim Anschauen irgendwas Komisches ins Auge gestochen. Eigentlich, auf einer klassischen Hochzeit trägt man kein Hoodie und keine Jogginghose. Das ist mir ins Auge gestochen. Aber jeder so wie er will. Werdet Influencer, könnt ihr sowas auch machen. Der ist wieder so ein dummer Spruch von mir. Nein, aber macht so wie ihr wollt. Euch herzlichen Glückwunsch und viel Glück in der Zukunft. Ja, jetzt geht's direkt zum nächsten Thema. Nicht viel Zeit verschwenden. Aber was ihr natürlich machen könnt, ist meinen YouTube-Kanal mal abonnieren, das Daumen nach oben da lassen und die Glocke aktivieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, Leute, wir sind beim nächsten Thema angekommen. JamoTV hat mit seinem Bruder einen neuen Song rausgehauen mit Musikvideo. Da ging es wohl um Jalals, ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen, um Jalals Crush. Ja, Digga, that's... das soll wohl von... Keine Ahnung, wie der heißt. Sinimini heißt der, glaube ich, auf keine Ahnung. Auf TikTok die Schwester sein und da haben die wohl ein Musikvideo zusammen gedreht, ich glaube, die hat sogar in dem Musikvideo mitgespielt, keine Ahnung, habe ich schon kurz reingeguckt, aber noch nicht zu Ende gesehen. Jalal da habe ich Ausschnitte gesehen und so, hat nicht alle Töne getroffen, aber ist auch nicht schlimm, er ist ja noch ziemlich jung, 11 oder 10, ich meine sogar manchmal, der ist 9, so, weil er sieht nicht gerade alt aus. Was ich aber nicht ganz so verstehe, aber da steckt man ja auch nicht hinter, dass JamoTV das alles immer auf seinen YouTube-Kanal hochlädt und damit mit seinem kleinen Bruder halt Klicks generiert. Weil sie machen da so Promo paar Tage und dann generiert der quasi auf seinen Bruder, den Nacken Klicks. Man könnte es so machen, dass man dem einfach auch einen YouTube-Kanal erstellt und dann dass der dann halt die Klicks hat. Aber nicht Jamo. Aber da kann man sich ja auch streiten, ne? Vielleicht sollte er noch gar keinen YouTube-Account und so haben und so. Ist ja gut. Zwei Musikvideos, zwei Songs und es sei ja auch denen gegönnt, ne, die Klicks. Und das gibt ja auch ordentlich Patter von YouTube dann. Ja. Ich blende euch das Ganze jetzt mal hier ein. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr zu diesem Thema auch und zu den anderen Themen das in die Kommentare schreibt, eure Meinung. Ja, ist eigentlich nicht schlimm. Die kriegen damit viel, viel Patter. Und das ist was Tolles. Wir kommen direkt zum nächsten Thema. Ja, Leute, ich habe ja in der letzten Social Media News Folge, die verlinke ich euch am Ende auch nochmal in der Endcard oder in der Videobeschreibung, gucke ich mal, ein Thema angeschnitten. Ich hatte ja ein TikTok gepostet, wo ich die 1:1 und Borussia Dortmund da so ein bisschen, fand ich halt komisch, dass da so viele Influencerinnen eingeladen werden. Aber darüber hatten wir ja geredet. Ich hatte das Video gedreht, Zetzeline auf Instagram geschrieben, mich für mein Missverständnis entschuldigt, weil ich dachte eigentlich, das ist ganz normal, dass Frauen auch Fußballfan sein. Das ist ja komplett behindert. Sorry für die Wortwahl, aber Frauen dürfen genauso Fußballfan sein. Und sie hatte mir darauf geantwortet und das blende ich euch jetzt hier mal ein. Danke, dass du meine Entschuldigung angenommen hast. Das freut mich. Ja, und vielleicht mache ich das sogar ins Thumbnail. Digga, ich klick geile Sau. Nein, aber Dankeschön. Wir kommen direkt zum nächsten Thema. Ja, Leute, ihr habt bestimmt mitbekommen, Julis Boring Life hat angeblich einen 35-jährigen Freund und hat dazu mehrere Videos über Wochen veröffentlicht. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht. Und die blende ich euch jetzt hintereinander ein. Oh, why does everybody think we fuck? Are you trying to pull up to my crib? I think you really got it. Sie hat anscheinend einen 35-jährigen Freund auf Sugar Daddy Basis. Nein, Spaß.
Digga, Leute, nimm's mir nicht böse, ist einfach schon ein bisschen spät. Nein, aber ja, 35-jährigen Freund, ich weiß nicht, ob, vielleicht steht hier halt einfach auf Ältere. Nur ist es ja auch egal. Jeder Influencer und der Leute, die im Social Media Bereich tätig sind, haben auch ihre Privatsphäre verdient und deswegen lassen wir ihr auch ihre Privatsphäre. Und wenn sie ihren Freund privat halten will, dann ist das so. Deswegen bohrt nicht nach. Dankeschön. Weil das nervt. Jedes Video auf meiner For You ist Julius Boy, hat Julius Boy in Life ein Freund. Ist Julius Boy in Life, ich kann es langsam nicht mehr aussprechen. Boy in Life in einer Beziehung. Ja, Leute, es ging wieder recht zügig. Wir sind wieder am Ende des Videos angekommen. Das wundert mich auch, dass es diesmal wieder so schnell ging. Ja, aber ihr könnt gerne mal ein Abo da lassen. Die Glocke aktivieren, den Kanal abonnieren. Einen netten Kommentar da lassen und Kommentare für den Algorithmus, damit ich auf die Startseite komme. Ja. Und sich mehr Leute meine YouTube-Videos angucken. Es würde mich auch freuen, wenn ihr die 200 Abonnenten jetzt langsam mal voll macht. Ich blende, ja, ich. Ihr wisst, ja, über 90% mich nicht abonniert und, ne? Ihr wisst, was zu holen ist. Nachzuholen ist, hier sind zwei weitere Videos verlinkt. Unter anderem die letzte Social Media News Folge. Hier ist mein Zweitkanal verlinkt zum Abonnieren. Da lade ich zwischen Shorts hoch. Hier ist mein Hauptkanal verlinkt, auf den ich gerade das YouTube-Video hochlade. Auch zum Abonnieren gerne. Ja, da könnt ihr mal ein Abo da lassen, weil ich möchte dieses Jahr die 1000 Abonnenten schaffen. Das ist mein ganz großes Ziel. Jetzt habt ihr noch ein schönes, langes Wochenende mal wieder. Dieses Jahr gibt es ganz viele davon. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.